Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir die erste Anzuchtschale für dieses Jahr vorbereiten. Ich habe mir dafür verschiedenes Saatgut zurechtgelegt, welches ich euch jetzt vorstellen werde. Den Anfang macht Saatgut, welches meine gute Freundin aus ihrem letzten Urlaub mitgebracht hat. Es handelt sich dabei um Kürbisse in Form von Brüsten und Paprika in Form von männlichen Geschlechtsorganen. Ein bisschen kindisch, aber wir werden sehen, ob sich aus diesen Pflanzen etwas entwickeln wird. Ich sehe hier mehrere Samenkörner pro Anzuchttöpfchen aus und werde mir nachher zum Auspflanzen die kräftigsten Pflanzen heraussuchen. Die nächsten vier Töpfchen gehören zu einem Projekt, das ich mir schon vor Jahren vorgenommen habe, aber noch nie dazu kam, es zu verwirklichen. Ich will hier Bonsais ziehen. Als Pflanzen habe ich mir den Blauregen und den Bergahorn ausgesucht. Die Blauregensamen werden einfach in die Erde reingedrückt, die Samen des Bergahorns nur aufgelegt. Ob das Experiment etwas werden wird, wird die Zeit zeigen. Bis zum fertigen Bonsai wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Es folgen zwei Töpfchen mit Rispentomaten. Da es sich hier um ziemlich altes Saatgut handelt, bin ich mir nicht sicher, wie hoch die Keimrate sein wird, deswegen möchte ich auch nur relativ wenig Platz dafür benutzen. Ich streue hier in jedes Töpfchen eine ziemlich große Menge an Saatgut, um auch bei schlechter Keimrate zumindest ein oder zwei Pflänzchen durchbringen zu können. Das werden natürlich nicht die einzigen Tomaten für diese Saison werden. Ich habe vor, in Kürze noch eine komplette weitere Anzuchtschale mit Tomatensamen zu bestücken. In die beiden unteren Töpfchen kommen Kohlrabi-Samen. Ja, ich weiß, ich bin spät dran damit, aber vielleicht schaffe ich es, ein paar Pflänzchen durchzubringen und eine frühe Ernte zu erreichen. Da dies das erste Mal ist, dass ich mich an Kohlrabi versuche, habe ich da noch überhaupt keine Erfahrungswerte und kann auch noch nicht allzu viel dazu sagen. Die nächsten vier Saattöpfchen sind für die Karotten reserviert. In die beiden oben kommen die allseits bekannten länglichen Karotten und die beiden unteren Töpfchen werden mit Kugelkarotten bepflanzt. Auch hier benutze ich eine relativ große Menge an Saatgut und werde die Pflanzen danach, wenn sie gekeimt sind, noch vereinzeln. Damit haben wir es auch schon fast geschafft. In die letzten verbleibenden Töpfchen kommen noch Gurkensamen. Bei den ersten vier Portionen handelt es sich um die gewöhnliche Salat- oder Schlangengurke. Auch hier kommen wieder mehrere Samenkörner in ein Töpfchen und diese Pflanzen werde ich ebenfalls vereinzeln, sobald sie groß genug sind. Die letzten vier Töpfchen gehören den Einlege- oder Essiggurken. Dabei handelt es sich um relativ kleine Gürkchen, die dann, wie der Name schon sagt, in Essig eingelegt werden können. Dadurch sind sie lange haltbar und können auch auf Vorrat eingelagert werden. Damit haben wir es auch schon geschafft. Das Saatgut wird noch mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt und diese wird ganz leicht angedrückt. Auch wenn es sich bei manchen der Sorten um Lichtkeimer handelt, macht diese dünne Deckschicht meiner Meinung nach überhaupt nichts aus. Ich habe trotzdem immer relativ gute Keimergebnisse gehabt. Das Ganze noch schnell angießen und dann kann es auch schon unter die Pflanzenbeleuchtung. Das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ihr sonst noch Ideen zur Pflanzenanzucht habt, dann könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren mitteilen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer eigenen Pflanzenanzucht und bis zum nächsten Mal.